Fans der RTL-Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten müssen jetzt ganz stark sein. Denn ein beliebter Seriencharakter kehrt der Daily Soap nach 15 Jahren den Rücken zu. Gemeint ist Schauspieler Thomas Drechsel, der bei GZSZ die Rolle von Tuner aka Max Krüger verkörpert. Am 27. April 2009 startete Tuner seine Reise bei GZSZ zunächst in einer Nebenrolle. Schnell wurde Tuner dann jedoch zu einem der Hauptcharaktere, der in spannende Handlungsstränge verwickelt wurde. Im RTL-Interview blickt der 36-jährige Schauspieler nun auf seine Zeit bei GZSZ zurück. Aus dem Prügelknaben wurde ein Barbesitzer und schlussendlich ein Millionär. Tuner ist älter und vor allem reifer geworden. Doch noch immer steckt im Kern der gütige Junge von nebenan mit dem großen Herzen. Nun bricht für Thomas Drechsel ein neues Kapitel an. Ihm bleiben nur noch wenige Drehtage, bis er zum letzten Mal das GZSZ-Set betritt. Die letzten Folgen mit Tuner sind dann im Frühjahr zu sehen. Wir sind gespannt, wie die Figur Tuner aus der Serie ausscheidet.